fange mal an mit einer kleinen Anekdote, von der ich glaube, dass die so ein bisschen zeigt, wo das Spannungsverhältnis zwischen Marx und heute ist. Also ich erlebe in meinem persönlichen Bekanntenkreis, dass viele Männer und Frauen, Partnerschaften, auf der einen Seite ein durchaus, sagen wir mal, aufgeklärtes, gleichberechtigtes Leben führen. Beide arbeiten, beide wollen arbeiten, beide haben Spaß an ihrer Arbeit. Im Alltag habe ich aber das Gefühl, dass Frauen da unter extremer Spannung stehen zwischen dem, was so das moderne Bild vorgibt, was sie eigentlich auch wollen, was der Partner eigentlich auch will. Aber de facto sind sie in einem sehr tradierten Familien- und Partnerschaftsbild hängen geblieben, wo der Mann eigentlich arbeitet und sie auch arbeiten, aber auch noch den ganzen Rest machen müssen. Was kann uns Karl Marx darüber erzählen? Marx kann uns einiges dazu sagen, interessanterweise. Also zunächst mal kann man fragen, und das ist schon ein Hinweis auf die Problematik, was gilt als Arbeit? Mit Marx kann man nämlich darüber nachdenken, warum sagen wir und verstehen uns so gut, wenn wir sagen, ja, die einen arbeiten und dann gibt es aber noch das ganz andere mit zu Hause und den Kindern und so weiter. Und das ist eine Kritik an Marx, dass Marx da womöglich auch in seiner ganzen brillanten Systematik und seiner brillanten Analyse des Kapitalismus aber da eine Blindstelle hat, einen blinden Flecken, eine Leerstelle, weil auch er Arbeit nur als Erwerbsarbeit, als marktförmige Arbeit kennt. Und das, was aber auch Arbeit ist, nämlich Hausarbeit, andere Tätigkeiten, die auch wichtig sind, etwas marginalisiert, etwas abtut, so als Natursache, als Privatangelegenheit und das deswegen gar nicht zu einem Politikum wird und gar nicht zu einem politisierbaren Problem. Und da gibt es schon lange eine Kritik daran. Also an der Stelle kann man mit Marx ansetzen, was heißt Arbeit und warum werden bestimmte Tätigkeiten nicht als Arbeit verstanden und darum auch nicht bezahlt, darum auch nicht anerkannt, darum auch nicht gesellschaftlich geachtet und aufgewertet. Gleichzeitig spielte ja das, was er als Tätigkeit bezeichnet, in seiner ganzen Theorie eine enorme Rolle. Das ist ja in der Tat auch ein Widerspruch. Insofern, das, was ich gerade dargestellt habe, ist eine und vielleicht die wesentliche Lesart, was man in vielen Texten von Marx findet, dieser Arbeitsbegriff. Aber, und das ist ganz wichtig, es gibt Texte, vor allem in den Frühschriften von Marx, wo er Arbeit nämlich viel weiter versteht und viel grundlegender. Und das ist ein ganz interessanter Ansatzpunkt, der bis heute aktuell auch bleibt, nämlich Arbeit als die Aneignung, die Gestaltung von Natur und auch unserer selbst darin zur Befriedigung unserer Bedürfnisse. Schlafen, essen, kulturell tätig sein, ein sinnvolles Leben führen, also die Fülle an Bedürfnissen. Dafür müssen wir mit uns selber als Menschen, mit unserer Umwelt, mit der Natur der sogenannten, umgehen. Wir müssen pflanzen, wir müssen ernten, einander uns zuwenden, Gespräche führen, Wasser holen und unendlich vieles mehr. Und all das ist in manchen Texten von Marx eben auch Arbeit. Also die aneigene, aktive sozusagen Bearbeitung, Aneignung von Natur und darin auch, wie gesagt, unserer selbst. Das ist allerdings ein Arbeitsbegriff, der dann auch in den späteren Schriften von Marx nicht mehr so systematisch vielleicht vorkommt und der auch in der vorherrschenden Marx-Aneignung im Marxismus, aber auch in den Sozialwissenschaften, auch in der Politik verloren gegangen ist oder sehr zu kurz gekommen ist, wohingegen die feministischen Traditionen und Kritiken, aber die produktiven sozusagen Ansatzpunkte mit Marx hatten, angesetzt haben, gesagt haben, es gibt eine Aneignung auch wiederum von Marx, die aber versucht, den Arbeits- und den Reproduktionsbegriff und den Produktionsbegriff nochmal anders in dieser Hinsicht zu verstehen. Was hat denn das, sag mal, diese Vorstellung von, oder diese Trennung von einerseits wichtiger, aber doch irgendwie beiseite gelassener Tätigkeit und Erwerbsarbeit heute für Auswirkungen auf heutige Modelle von Geschlechtern? Ja, also nach wie vor leben wir in einer Situation, in der Arbeit, das, was wir gängigerweise darunter verstehen, eben Erwerbstätigkeit, berufliche Arbeit, über den Arbeitsmarkt vermittelte Arbeit, Arbeit ist. Und die gesellschaftliche Inklusion, die Teilhabe an der Gesellschaft, die läuft wesentlich über diese Erwerbsarbeit. Und diese Erwerbsarbeit benötigt Reproduktion, also die Ressource Arbeitskraft muss ja immer wieder nach
erzeugt werden, sozusagen. Und das ist auch heute noch ein Bereich, der ins Private, ins Kostenlose, in das auch politisch Unsichtbare so abgedrängt gewissermaßen ist, als unsichtbarer Liebesdienst, vor allem nämlich von Frauen. Das ist eine weibliche Domäne, das ist die private Sphäre des Haushalts, der Familie, der Kindererziehung, des Sorgens, des Kümmerns, des Einkaufs, des Kochens und so weiter und so fort. Und da sind wir eigentlich im Moment in einer Situation, wo wir gesellschaftlich auch zunehmend ein Problem damit kriegen, dass sich das eben nicht mehr von alleine umsonst macht, sondern dass das gesellschaftlich anders gelöst werden muss. Ja, weil immer weniger Menschen das einfach umsonst machen. Was hat denn diese Arbeitsverteilung, wie wir sie jetzt beschrieben haben, für, sagen wir mal, das Selbstverständnis der Geschlechter für Auswirkungen? Ja, also wir kennen alle noch wahrscheinlich die Diskussion um Rabenmütter, um richtiges Muttersein und so. Und alle, die heute zum Beispiel Eltern sind, Mütter wie Väter auch zunehmend, kennen ja die Erfahrung, dass egal wie man es macht, das ist immer falsch. Also es wird immer angezweifelt sozusagen. Ja, die Vollzeitmama ist falsch und wird verspottet, genauso wie die Vollerwerbstätige und so weiter. Das ist eine interessante und auch sehr chancenreiche Situation, die letztlich soziologisch erstmal bedeutet, kein Modell ist mehr eben natürlich klar das einzig Richtige, sondern alle Modelle müssen sich erklären. Da sind wir jetzt, ja? Da sind wir jetzt schon. Und das ist wirklich eine hochinteressante Situation. Da sind wir auf der rhetorischen Ebene. Auf der empirischen Ebene sehen wir, dass nach wie vor überwiegend es die Mütter sind, die in Teilzeit arbeiten. Also Väter in Teilzeit sucht man mit der Lupe, empirisch, statistisch gesehen. Überhaupt Teilzeit arbeitende Väter und Männer sucht man mit der Lupe. Und die Begründung dafür ist eben immer die, bei den Kindern sein und so weiter. Also da geht noch eine ganze Menge. Aber wir sind schon in einer Situation, in der es klar ist, ganz viele Modelle gehen und alle müssen mal erklären, warum sie welches Modell wählen. Okay, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne.